Venus. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir wollen heute was ganz Besonderes probieren und zwar ist es ist eigentlich eine Ramses Kitchen Folge, ich weiß es gar nicht, egal. Wir testen einfach. Die Dicken sind am Testen, der Hannes ist am Testen, der Isbo ist am Testen, das ist Hannes, das ist Isbo, wer die nicht kennt. Wir befinden uns nämlich hier am ersten Abend und ich habe damals in einem Fanpaket, ich glaube es war vom NetGhost, diese Flasche hier, Berliner Luft, bekommen. Jetzt sind die ganzen Pfeffi-Süchtigen und Pfeffi-Trinker, die immer sagen, dieser Nordbrand-Pfefferminz, der ist richtig schrecklich. Wenn, dann Berliner Luft, Pfefferminz-Likör, das ist der durchsichtige. Ich finde, das ist vielleicht so ein Szene-Edelgetränk. Mir hat der Grüne, das, wenn es rauskommt, immer noch grün ist, immer am besten geschmeckt und ist auch günstiger und schmeckt für mich mehr nach Pfefferminz als alles andere. Aber dieser Berliner Luft, das ist kein reiner Pfefferminzlikör, das ist Typ Eisbonbon, das steht auch hier vorne drauf. Und da der Isbo ja so ein bekehrender Pfeffi-Trinker ist. Gletschereis. Guck mal, es hat die gleiche Farbe wie die Jogginghose. Aber ja, das geil, wegen kann ich jetzt da drauf kippen, dann sieht man es nicht. Was? Ja, der Isbo. Ja, Mann, Ketchup. Der Isbo, der trinkt ja gerne Pfeffi. Und der Hannes, der trinkt alles. Ja. Und hier steht eiskalt durchatmen und der ist auch hier so ein Geschmacksaktivator steht da drauf. Den habe ich mir jetzt extra aufgehoben für einen besonderen Anlass und deswegen möchte ich den heute mal probieren mit den Jungs. Da steht nämlich Berliner Luft, Pfefferminzlikör mit Eisbonbon-Geschmack. Cool und frisch, wie die Berliner Luft ebenso ist. Laktosefrei, glutenfrei, ohne fiese Matenten. Fiese Matenten. Schade, die mag ich doch am liebsten. Ja, auf jeden Fall mit Farbstoff und deswegen haben wir den jetzt mal hier mit www.schilkin.de. Ich hätte gedacht www.berlin.de oder berlinerluft.de. Der ist doch komplett zu gewesen, ne? Isbo, willst du eine Challenge? Kannst du auf Ex trinken? So, Spaß. Nee, das machen wir nicht. Hannes hier ist ein Stammballbecher. Da trinkt er nämlich immer Stammball auf die Dicken. Jo. Willst du mal dem Hannes mal hier den einschenken? Hier ist nämlich, ach, das wird ein schönes Geräusch beim Einschenken, wenn ich es jetzt weiter vor, da geht alles auf den Tisch, also tue ich es lieber nicht vor. Der Isbo kriegt den zweiten Krug, ne, in die so, einfach weil er der Isbo ist, ungefähr so. Denk einfach, es ist grün und nicht blau und dann hast du da keinen Unterschied. Der Ramses macht sich gleich das Glas. Und der Ramses, der hat ja so ein, hat er so ein Gläschen. Wir haben es nicht geschafft, drei gleiche Sachen zu kriegen sozusagen, beziehungsweise eigentlich ist hier noch so ein Ding, aber da hat der Hannes einen Kopfstand drauf gemacht und hat sich das verbogen. Also haben wir das weggelassen und haben gedacht, damit ihr das auch mal seht, das ist halt wirklich hier dieses super, blaue. Ich gar nichts. Ich habe schon mal mit dem D-Nice diesen Alge Cool Mint oder was weiß ich probiert. Alge fand ich bisher eigentlich als Likör, auch wenn es von Knossi ist, es tut mir leid. Alge kann ich gar nichts mit anfangen, ist einfach immer viel zu säuerlich, überhaupt gar nicht mein Geschmack. Aber Pfeffi geht schon. Pfeffi ist der einzigste Likör, den man trinken kann. Jetzt testen wir mal den Berliner Luft mit Eisbonbon. Obwohl ihr zwar ja wahrscheinlich nicht den blauen Alge kennt vom Knossi, sonst hättet ihr das direkt vergleichen können. Aber ich bin ja Profi, ich kenne ja alles. Deswegen kann ich sagen, ob das jetzt besser schmeckt oder nicht. Also Prost, Hannes. Ja. Prost, let's go. Isbo. Oder ich muss sagen, Isbo. Isbo. Man kennt doch dieses Bonbon-Gletschereis. Oder man kennt diese Eisbonbons und jetzt heißt es auch noch Typ Eisbonbon. Also, das ist total, das Eisbonbon-Zeug erinnert ja wirklich an Eisbonbon. Also geht's jetzt los oder was? Also es ist zieht schon sein Gesicht. Es ist ziemlich leicht, wahrscheinlich diesen Geschmack hinzukriegen, weil es ist eh künstlich. Die Eisbonbons sind künstlich und das ist künstlich, alles ist künstlich. Na gut. Also einmal, Prost, einmal auf die Kunst. Auf die Degen. Ja, das ist wie Gletschereis in flüssiger Form. Oder wie Eisbonbons in flüssiger Form. Oder wie Eisbonbons in flüssiger Form. Ja, schenk nochmal einen ein. Aber es ist doch auch Eisbonbon. Mensch, Junge, was macht ihr denn schon wieder? Ihr bringt mich in Verlegenheit. Ich muss sagen, also bei Knossi die Liköre, hier sein Mango-Likör und sein Limettenlikör, die sind mir viel zu säuerlich. Cool Mint, was er da hatte, fand ich war die beste Sorte. Aber ich glaube, der hier ist schon cool. Schmeckt viel besser als der Alge
Der blaue Alge, der blaue Coolmint vom Knossi. Also es muss nicht immer eine teure Edelmarke sein. Es reicht auch eine teure Edelmarke wie Berliner Luft. Weil Berliner Luft ist ja trotzdem eine Marke. Also es ist eine Marke, es ist ein Szenegetränk. Der Pfeffi von dem schmeckt mir nicht ganz so gut wie der normale Pfeffi, der grüne. Aber der Eisbonbon Berliner Luft schmeckt mir besser als der blaue Alge. Also wenn ihr da auf so Gletscher steht, gönnt euch das ruhig mal. Gibt's bestimmt einfach überall. Ja, ziemlich kalt. Überall außer bei uns. Und deswegen würde ich sagen, ich mal hier Prost Ispo. Prost Hannes. Prost. Auf die Dicke. Jo, auf die Hast du schon was gesagt? Nee, du wolltest erst noch eine Ispo. Die anderen sagen auch gleich noch ein Statement dazu. Er brennt auch nicht so sehr im Abgang. Gar nicht. Er ist eigentlich sehr mild, schmeckt aber trotzdem irgendwie süß, aber nicht zu süß. Und halt nicht eher süß, kalt. Eher wie ein leckeres, fruchtiges Bonbon. Der ist halt jetzt leider nicht kalt. Wenn der jetzt der noch schmeckt aus. Kalt. Wenn, ja, der schmeckt. Aber stell dir mal vor. Kalt. Jetzt schmeckst du es jetzt. Ja, aber wenn der im Frierschrank liegt noch für ein paar Minuten, meinst du, wie der dann gleich schmeckt? Stell dir mal vor, du hättest den bei der Tankstelle vorhin hier in den Eiskübel gestellt, genau. Eine Stunde. Solange genau. Wir beim Curry im Biss essen waren, genau. dann wäre der jetzt wahrscheinlich perfekt. Ja. Ich finde ihn gut, ist nicht zu süß, ist nicht zu sauer, ist nicht. Also, ja. Besser auf jeden Fall als Alge. Und? Ja, geht sie nicht. Gut. Kalt. Da war es wahrscheinlich jetzt der Taste oder so ähnlich. Ja. Bis zum nächsten Mal, euer Ramses. Ich glaube, wir sollten einfach keine Videos mehr machen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Mach's gut. Euer Ispo. Und dann, wenn ihr den kennt, schreibt's mal rein. Kennt ihr Berliner Luft? Ja. Kennt ihr Berliner Luft Eisbonbon? Schreibt's mal rein. Oder welche Sorte Berliner Luft kennt ihr noch? Schreibt's rein, bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses!